Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich mit dir der Frage nachgehen, ob es Sinn macht, das Equipment eines berühmten Saxophonisten zu kopieren. Und gerade von meinen etwas fortgeschritteneren Schülern bekomme ich auch ab und zu diese Frage, ne, dass sie eben sagen, okay, ich höre mir hier eine Aufnahme an von Cannonball Adderley und was kann ich denn machen, um genauso zu klingen wie Cannonball Adderley? Ja, auf den ersten Blick scheint es naheliegend zu sein, zu schauen, okay, was hat er für ein Mundstück gespielt, was hat er für ein Instrument gespielt und wenn ich das kopiere, komme ich da vielleicht auch hin. Und auch ich habe mir diese Frage als junge Saxophonistin gestellt vor vielen, vielen Jahren und wollte meine Vorbilder kopieren und bin aber mit diesem Vorhaben natürlich damals auch ein Stück weit gescheitert. Das ist jetzt an sich keine ungewöhnliche Sache, denn das Equipment an sich muss zu dem Spieler passen. Das ist mal der erste Punkt. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Aspekte, die deinen Sound beeinflussen oder die den Sound eines Saxophonisten beeinflussen, die du nicht so ohne weiteres kopieren kannst. Zum Beispiel die körperliche Statur. Ne? Also wenn du dir Cannonball Adderley vorstellst, das ist ein Bär von einem Mann, sein Körper hat ein ganz anderes Resonanzverhalten oder sein Körper schwingt ganz anders als mein Körper zum Beispiel oder der Körper von irgendeinem anderen Saxophonisten. Dann darüber hinaus, ne, wie ist dein Hals-Rachen-Mundraum gestaltet? Also wie ist dein Kehlkopfsitz? Was hast du für eine Ausrichtung in deinem Körper? Hast du eher einen symmetrischen Körperbau oder eher einen asymmetrischen Körperbau? Wie gut kann deine Luft fließen? Ne? Auch wie ist deine Lippenform gestaltet? Hast du eher dickere Lippen, dünnere Lippen, eher so ein bisschen wulstigere Lippen? Und das hat alles einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Sound. Das heißt, jetzt nur zu sagen, okay, ich gucke mir nur das Equipment an, das ist nice to have, aber das bringt dich nicht wirklich weiter. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen körperlichen Aspekt, Körperbau, Kehlkopfsitz, Rachen, Mundraum, Zungenposition, Ansatz, Lippenform, ne, was den Sound beeinflusst und natürlich darüber hinaus auch, ne, auf den Spieler bezogen, Beispiel Cannonball Adderley, was hat der für eine Spielerfahrung? Also wie viele Tausende von Überstunden hat er schon gemeistert? Wie viele Bandproben hat er gemacht? Welche Art von Musik hat er gespielt? Und auch welche Saxophonisten oder welche Musiker, Künstler haben ihn auch beeinflusst? Also auch Stichwort Tonvorstellung. Also was ist seine persönliche Tonvorstellung und wie kommt er dahin, das umzusetzen? So, ne, du merkst, es sind unglaublich viele Aspekte, die diesen Aspekt Sound beeinflussen. Und jetzt lediglich hinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme das gleiche Setup wie Cannonball Adderley, bringt dich noch lange nicht an den Punkt, dass du auch, ne, diesen Sound auch erzeugen kannst. Für mich persönlich ist zum Beispiel auch der Aspekt der Tonvorstellung entscheidend. Also das heißt, kann ich persönlich meinen Sound auch ja, formulieren? Kann ich sagen, wie ich klingen möchte? Ich kenne zum Beispiel auch Saxophonisten, die sagen zu mir, ich kann dir genau aufmalen, wie mein Sound sein soll. Also auch das spielt eine große, große Rolle auf dem Weg dahin, ne, eine Identität auf dem Instrument zu haben, einen guten Sound zu produzieren. Ein weiterer Punkt, der deinen Sound auch in hohem Maße beeinflusst, ist deine Hörerfahrung. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte so klingen wie Cannonball Adderley, von wem ist denn Cannonball beeinflusst? Also wo kommt er denn her? Welche Saxophonisten haben ihn beeinflusst? Welche Musik hat er gehört? Welche Musik hörst du? Ne? Also es ist auch ganz, ganz wichtig, mit welcher Musik du dich umgibst, mit welchen Saxophonisten du dich umgibst. Und auch, ne, der Aspekt Solotranskription, wirklich die Soli nachspielen und wirklich versuchen zu imitieren, die Art und Weise, wie die Saxophonisten eben ja artikuliert haben, phrasiert haben, Bendings gemacht haben, Vibrato-Gestaltung, Soundgestaltung, ne, das kommt da alles mit rein in diese Aspekte. Das heißt, den Begriff Sound oder Imitation von einem Sound nur auf das Equipment zu beschränken, ist nur so ein kleines Rädchen oder ein kleiner Aspekt. Ich habe dieses Thema Equipment von berühmten Saxophonisten auf zwei Videos aufgeteilt und im zweiten Video werde ich noch viel mehr auf konkrete Equipment-Empfehlungen eingehen. Aber jetzt am Ende dieses Videos möchte ich noch mal sagen, alle Aspekte, die ich jetzt genannt habe, ne, die einen Sound eben ausmachen und qualifizieren, das ist so der eine Punkt. Aber andererseits kannst du mit deinem Equipment, was du jetzt hast, schon eine ganze Menge auch
vorbereiten in die Richtung, dass du einen guten Saxophon-Sound bekommst, beziehungsweise dich auch deinem Idol oder deinem Vorbild ein bisschen annäherst. Das heißt, dein Ist-Zustand, also wie dein Equipment im Moment ist, das ist schon mal extrem wichtig. Das heißt, du brauchst jetzt schon mal ein Instrument, was super funktioniert, ein Mundstück-Platt-Kombination, die gut für deine Zwecke funktioniert und einsetzbar ist. Das heißt, du brauchst eine hohe Variabilität im Sound. Du solltest in der Lage sein, eine vielfältige Dynamik spielen zu können, also sowohl sehr leise als auch sehr kräftig, sehr laut spielen können, eine gute, stabile Artikulation. Also dein Instrument sollte schon mal sehr gut per se funktionieren und du solltest auch sehr gut damit zurechtkommen. Das ist so die Basis. So, das heißt, das Instrument muss zu 100% technisch okay sein. Es sollte gut in der Hand liegen für dich. Und Mundstück-Platt-Kombination sollten auch so funktionieren, dass du möglichst flexibel bist. Also das heißt, die Öffnung des Mundstückes sollte nicht zu groß sein und die Blätter sollten auch nicht zu schwer sein. Weil oft macht man dann den Fehler, man sieht dann irgendwie, boah, John Coltrane hat irgendwie Öffnung 7 oder Öffnung 8 gespielt. Ich weiß gar nicht, welche Öffnung er gespielt hat. Und dann denkst du so, ich muss jetzt auch so ein dickes Mundstück kaufen, aber du bist noch gar nicht in der Lage, so ein großes Mundstück überhaupt kontrollieren zu können. Also deswegen ist es erstmal, bevor du dir Gedanken machst, wen will ich denn eigentlich kopieren oder welcher Sound gefällt mir denn, ist es erstmal wichtig, dass das, was du jetzt hast, dass das sehr gut funktioniert. Und dass der Ist-Zustand, also dein Equipment, wie es jetzt ist, für dich gut zu handeln ist und dass du damit gut zurechtkommst. Und von dieser Basis aus kann man sich natürlich dann auch weiterentwickeln. So, das heißt, erstmal muss die Basis stimmen und dann können wir schauen, wie kannst du dein Equipment so ein bisschen modifizieren, dass du vom Sound und von der Soundcharakteristik deinem Vorbild ein bisschen näher kommst. Und somit sind wir am Ende dieses ersten Teils zum Thema das Equipment eines berühmten Saxophonisten kopieren. Im zweiten Teil gehe ich konkreter auf dein Equipment ein und zeige dir, mit welchen Modifikationen du deinen Sound entsprechend verändern kannst. Also das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und schreibe mir gerne deine eigenen Erfahrungen in die Kommentare. Welche Saxophonisten findest du toll? Welchen Sound magst du besonders? Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos oder auch hier im zweiten Teil. Bis dahin und schöne Grüße.